Naturkundemuseum Leipzig wurde 2015 ein sibirischer Tiger präpariert. René Diebitz ist der Präparator des Naturkundemuseums und hat den Prozess von Beginn an begleitet. Ja, wo kam denn der Tiger her? Ja, der Tiger kam aus dem Zirkus Probst. Wir bekamen 2013 im Dezember einen Anruf, dass dort ein Tigermenschen eingeschläfert werden muss. Und von da aus ist uns das Tier praktisch angeboten worden. Wunderbare Voraussetzung für eine vernünftige Präparation. Das heißt, ich kann gleich von Anfang an Maße abnehmen, eine Totenmaske mir anfertigen, um dann dementsprechend auch vernünftig arbeiten zu können. Das Tier ist ja enorm groß. Kann man das überhaupt allein bewältigen oder braucht man Hilfe von einem zweiten Präparator oder Präparatorin? Ja, es ist richtig, das Tier ist also sehr groß. Es ist schon eine ganz schöne Nummer, sage ich jetzt mal. Und ich konnte also für den Arbeitsprozess eine Kollegin aus Holstadt gewinnen, die Annette Rode Weingarten. Sie arbeitet dort auf der Heidingsburg und sie war zweimal hier, jeweils eine Woche, einmal im Dezember 2014. Da haben wir zusammen die Plastik erstellt und dann war sie im Mai nochmal da und da haben wir über diese Plastik dann das Fell gezogen. Ja, na und jetzt bin ich aber gespannt und würde gerne mal in den Arbeitsprozess reinschauen mit Ihnen zusammen. Gerne. So, wir befinden uns schon mitten im Präparationsprozess in der Präparationswerkstatt des Naturkundemuseums Leipzig. Ja, also die Arbeiten sind schon ziemlich vorangegangen, wie man sieht. Was ich einfügen muss, im Vorfeld sind natürlich auch wichtige Arbeiten schon erfolgt. Das heißt, das Abziehen des Tieres, das Gerben der Haut und die Erstellung der Plastik. Die Plastik ist eine gekaufte Plastik, die dementsprechend den Maßen des Tieres abgeändert wurde. Wir sind ja gerade dabei, den Kopf noch vorzubereiten. Der Tiger wird sozusagen mit offenem Maul präpariert, weil die Tiere ja auch in der Natur oft mit offenem Maul atmen. Um dies also auch dementsprechend darzustellen, haben wir das Maul also leicht geöffnet. Hier wird jetzt der Kopf zusammengebaut. Ich mische jetzt hier gerade zwei Komponenten PU-Schaum an und um diesen Kopf dann letzten Endes an der restlichen Plastik zu befestigen. Ja, es ist ganz wichtig, dass der Schaum gut verrührt wird. Die Schläge mit dem Hammer auf den Kopf waren dafür notwendig, dass man eine gewisse Unebenheit in die Fläche reinbringt, sodass man also eine wirklich gute Anbindung der Teile zueinander bekommt. Jetzt wird das Ganze nochmal ein bisschen retuschiert, geglättet, kurz verschliffen. Meine Kollegin ist jetzt gerade dabei, Gewindestäbe anzuschleifen, die dann nochmal durch die ganze Plastik mittels einer Bohrmaschine, hier sieht man das ganz gut, eingetrieben werden, weil die Plastik mehrfach geteilt wurde und aneinander geklebt, muss man dann nochmal das Ganze insgesamt verbinden, damit nicht an irgendeiner Stelle vielleicht dann uns das Stück auseinanderbricht. Hier sieht man ja auch deutlich, dass man das eigentlich allein gar nicht machen kann, oder? Ja, naja, es ist natürlich laut. Wenn man die Gewindestäbe dort eindremelt sozusagen, es gibt dann so ein Quietschgeräusch. Die Kollegin hat sich gerade die Ohren zugehalten. Und es ist natürlich auch wichtig, dass mal jemand mithält, also das ganze Gebilde mal festhält, wenn man am Arbeiten ist. Oh, er wird ja bereits genäht. Ja. Nein, noch nicht ganz. Nein, genäht wird noch nicht. Und zwar sind wir hier dabei, die restlichen Feinarbeiten vor dem Überziehen der Plastik an der Haut vorzubereiten. Das heißt, ich bin ja gerade dabei, die doppelte Lidkante vom Auge nochmal nachzuspalten und auch die Barthaare entsprechend freizulegen. Ja, hier beginne ich schon den Schwanz einzunähen. Es gibt ein paar vorbereitende Arbeiten, dazu gehört das Schwanz einnähen. Ich mache es ganz gerne, dass ich den Schwanz schon mal im Vorfeld drin habe. Und dazu gehören dann auch die Ohren, die im Vorfeld dann schon in die Haut eingebracht werden, sodass man an dem eigentlichen Tag des Überziehens dann nicht allzu viel andere Arbeiten hat, die man im Vorfeld dann letzten Endes schon hätte erledigen können. Es ist auch wichtig, die Stiche gleichmäßig zu setzen, ziemlich eng. Das ist ja eine Schwertnadel
mit der dann durch die Haut gestochen wird mit einer normalen runden Nähnadel. Also könnte man gar keinen guten Arbeitsprozess beim Nähen ablaufen lassen, hätte man Probleme. Man müsste vielleicht sogar eine Zange nehmen, aber die Nadel schneidet sich sozusagen durchs Leder und das ist ein zügiges Arbeiten. Ja, jetzt hier bin ich dabei mit einer Spachtelmasse. Das ist hier Polyester Glasfaserspachtel, die Ohren nachzubilden. Das heißt, diese Spachtelmasse wird erstmal in das vorher gespaltene Ohr eingebracht. Und dann wird das Ohr sozusagen modelliert. Die Masse wird dann hart. Wie viel Zeit hat man da? Ach, ich denke mal so, 8 bis 10 Minuten hat man schon Zeit, bevor das Polyesterharz also völlig aushärtet. So, jetzt gebe ich dem Ohr natürlich erstmal die Form. Man muss vorher das Harz gleichmäßig im Ohr verteilen. Das ist immer ein bisschen schwierig. Da, wo es dünn ist, härtet es nicht so schnell aus wie an dickeren Stellen, da dabei Temperatur entsteht. Und man sieht auch hier ganz schön, dass der Tiger ja auch ein paar Blessuren am Ohr hatte. Es ist ja ein altes Tier gewesen. Und diese kleinen Schlitze hier, ja, jedenfalls muss man bis vorne hin diese Masse drücken. Hier sieht man es nochmal ganz deutlich. Und dabei auch das Ohr gleich formen. So. Und natürlich auf Regelmäßigkeit achten, dass die beiden Ohren gleich aussehen. Kann man vielleicht kurz mal nachfragen, wie lange sind Sie schon Präparator? Also man braucht ja sicherlich sehr viel handwerkliches Geschick und Erfahrung, um überhaupt so ein Tier so schön sozusagen naturgetreu herzustellen. Also ich habe den Beruf also 1976 angefangen. Die Landeliere ging damals 2 Jahre, von 76 bis 78, am Naturkundemuseum in Berlin. Jetzt sieht man hier Folgendes. Ich habe also dieses künstliche Ohr wieder rausgenommen aus der eigentlichen Ohrtasche. Passt das jetzt nochmal an. Schaue nach, dass alles richtig passt. Und ja, jetzt sind wir schon mal beim Gesamtplastikeindruck. Als nächstes werden dann diese Ohren nochmal überarbeitet. Der Originalohrknorpel wird ausgespalten aus dem Ohr und anstelle des Originalohrknorpels wird dann dieser Kunstohrknorpel sozusagen eingeführt. Man ist ja dabei mit einem Dispersionskleber sozusagen dieses Ohr in der Ohrtasche zu verkleben. Das bleibt dann auch über Nacht stehen. Das ganze Fell wird eingepackt, die Ohren lässt man rausgucken, dass es schön ablüften kann und der Leim sozusagen anzieht, dass ich am nächsten Tag, wenn die Haut überzogen wird, dass ich beide eingeklebten Ohren dann habe und auch den eingeklebten Schwanz. Ja, einen genähten Schwanz, pardon. Ja, hier bin ich dabei, die Augen einzusetzen, sind eigentlich schon in der Plastik eingesetzt. Wichtig ist natürlich immer die Lage der Augen im Kopf und zur Blickrichtung. Da gibt es verschiedene Winkel zu beachten. Und das ist nicht ganz so einfach. Das ist ein ziemlich langwährender Prozess, das Augen einsetzen. Also meistens so eine Dreiviertel bis eine Stunde vergeht da, bis man dann das alles so hat, dass man damit zufrieden sein kann. Die Augen hier, das sind konkav-konvexe Augen mit leichten weißen Ecken. Das sieht man jetzt hier nicht so auf dem Bild. Ja. Jetzt ist der Kopf insgesamt aufmodelliert. Die Ohreinsätze sind mit Ton angelegt. Auch das Stückchen, wo die Tasthaarwurzeln des Backenbartes dann ihren Sitz finden. Und an dieser Stelle streichen wir die Haut mit verdünntem Leim ein. Das ist ganz wichtig, denn die Plastik wird mit einem pastösen Leim, demselben Leim natürlich, eingestrichen und fängt aber an der Oberfläche immer mal ein bisschen anzutrocknen.
So, und wenn dann aber die Haut drüber kommt, wenn die Haut also keine feste Verbindung zu dem Haut, der im Prinzip schon eine leichte Haut gebildet hat, wenn aber auf der Haut schon dünner Leim sich befindet, dann hat man eine optimale Klebwirkung. Die Haut wird jetzt zusammengelegt und dann in eine Folietüte verpackt und bleibt dann sozusagen bis zum nächsten Tag so liegen. Die Ohren können dann in aller Ruhe antrocknen. Und hier ist dann schon der nächste Jetzt wird's Tag. ernst. Jetzt wird es ernst, genau. Ich bin dabei, mit einem pastösen Leim die Plastik einzuleimen. Und hierfür habe ich mir dann natürlich dann zum Überziehen der Haut ja, noch ein paar Mitarbeiter mit rangezogen, damit ich die Haut bzw. die Haare nicht mit Leim vollschmiere. Das ist ein bisschen, ja, bisschen schmuddelig auf der Plastik, dann Es ist die ja ein Haut spannender aufzubringen. Augenblick, oder? Wurde das vorher schon mal Test angezogen? Ja, ich habe nachdem die Plastik fertig erstellt war, habe ich schon mal eine Hautprobe gemacht, um zu sehen, dass die Haut auch richtig auf der Plastik sitzt und sich auch gut verteilen lässt. Das ist auch ganz wichtig, dass man sich sicher ist, dass man dann mit diesem Arbeitsvorgang fortfahren kann und nachher keine böse Überraschung erlebt. Ja, es ist also wichtig, die Haut so zu verteilen. Taxidermist sagt eigentlich die englische Berufsbezeichnung, also Taxi bewegen, Derma die Haut, also Haut bewegen. Das ist eigentlich das, was den Beruf auch ausmacht, dass man die Haut an die Stelle des Tierkörpers bewegt, wo es auch hingehört. Denn so eine Haut ist so recht flexibel, man kann also mit der Haut auch sicherlich, naja, an einer anderen Stelle anlangen, wo sie nicht hingehört. Ja, hier bin ich gerade dabei. Der Schwanz ist jetzt schon eingesteckt in die Plastik, die Übergänge zu modellieren. Beziehungsweise kommt dann um den Schwanzansatz nochmal eine dicke Tonfalte, da am Tier zwischen Schwanz und Körper eine ziemlich massive Falte entsteht. Jetzt streiche ich den Restkörper nochmal mit dem pastösen Leim ein. Und der Leim muss deshalb pastös sein, damit die Haut an der Stelle, an der ich sie haben will, auch stehen bleibt. Wenn ich sehr wässrigen Leim nehme, läuft mir dann die Haut, die sackt mir richtig auf dem Körper ab und schwappt sozusagen davon. Wir haben jetzt den Tiger herumgedreht. Der Tiger hat einen Bauchschnitt und auch die Beine sind aufgeschnitten. Haben den in ein Gestell gesteckt und fangen jetzt an mit Zunähen. Aber es ist nicht nur das Zunähen, hier werden dann auch die einzelnen Zehen bzw. die Ballen mit Ton nochmal ausgefüllt. Das heißt, bei den Zehen sind es eigentlich auch nur die Übergänge, denn ich habe hier bei dem Objekt die Original-Zehenknochen verwendet, die in Verbindung über die Sehnen noch in der Haut stecken, um auch ein natürliches Aufsetzen der Tatzen nachher auf dem Untergrund zu gewährleisten. Das ist eine unwahrscheinlich langwierige Arbeit, jetzt das Zunähen. Das ist natürlich wunderbar, dass man dann eine Hilfe hat. Denn ja, zwei nähen schneller als einer. Und man hat natürlich immer auch das Problem, dass einem zwischendurch die Haut anfängt trocken zu werden. Und die Haut wird aber immer feucht aufgebracht. Und also während des ganzen Arbeitsprozesses ist es auch wichtig, die Haut feucht zu halten. Die wird immer zwischendurch immer mal noch mit einem Blumensprüher eingesprüht, beziehungsweise wird dann alles in Folie gepackt, um ein Vertrocknen oder Antrocknen der Haut zu vermeiden. Die Beine sind jetzt soweit vernäht. Ich bin jetzt hier schon dabei, unten an der Bauchseite, an der Fettwamme, die Haut zu vernähen, beziehungsweise in Vorbereitung darauf. Man sieht es auch ganz gut, dass die Beine jetzt also in Folie eingepackt sind.
Können wir vielleicht an der Stelle noch mal kurz was sagen zur Länge des Arbeitsprozesses? Es hat sich ja schon über einen längeren Zeitraum gezogen, aber man hat ja auch noch andere Sachen nebenbei präpariert. Ja, das ist richtig. Das hat sich also über ein Jahr hingezogen, der Arbeitsprozess an sich, der nicht so lange dauert. Wie lange ich genau für den Tiger gebraucht habe, das kann ich nicht sagen, weil ja hier im Haus immer auch mal andere Arbeiten anstehen. Und vor allen Dingen ist es ja auch so, dass auch der Gerbprozess einige Wochen in Anspruch genommen hat, wo ich jetzt nichts machen konnte am Tier selber. Mhm. Ja. Ist immer noch beim Nähen. Also es ist eine ziemlich langwierige Arbeit, die über mehrere Stunden dauert. Ist dann auch so, also wenn dann das Tier vernäht ist, vollständig, wird dann das Tier dann wieder umgedreht und auf seinem zukünftigen Podest, was erstmal etwas provisorisch gestaltet ist, dann verankert. Dazu kommen wir aber gleich in den nächsten Sequenzen. Hier sieht man auch mal schon mal an der linken Hand zum Beispiel die Naht vom Baum, vom Bein. Ja, hier, es passiert natürlich auch mal beim Arbeitsprozess, dass man ab und zu mal vielleicht ein bisschen Leim in die Haare schmiert. Das ist natürlich unangenehm. Ja, und hier sind wir dann schon dabei, haben den Tiger aufs Podest gepackt, das erstmal provisorisch vorbereitet ist. Und ich muss jetzt von unten das Präparat fixieren. Durch die Beine gehen Gewindestäbe, die unter dem Podest natürlich rauskommen. Und die müssen unten mit einer Mutter gekontert werden, sodass das Objekt richtig fest auf dem Podest sitzt, mit dem auch also wirklich wackelfest verbunden ist. Im Anschluss daran werden jetzt gleich die Fußregion ausmodelliert und mit Nadeln fixiert. Hier sieht man auch noch, dass wir bei der Verteilung der Haut auf dem Körper sind. Das ist immer ein bisschen eine sehr stressige Arbeit, gerade unter den Achselhöhlen die Haut in die Vertiefung zu arbeiten. Und auch hier am Kopf sieht man es, dass die Haut sich doch recht gut schieben lässt. Und aber im Großen und Ganzen sitzt die Haut jetzt schon an den Stellen, dass man zufrieden sein kann mit der Hautverteilung. Ich bin jetzt hier am Kopf und leime jetzt den Kopf ein, habe im Vorfeld dann schon in der Nasenregion und auch im Lippenbereich nochmal Ton aufgetragen. Das Gebiss habe ich mit Pappe etwas verblendet, damit ich mir da nicht zusätzlich Leim drauf schmiere. Ja, und fange jetzt an, sozusagen im Vorfeld schon mal die Gesichtshaut an bestimmten Stellen zu fixieren, da wo sie richtig verteilt ist, und muss jetzt im Anschluss daran als nächstes die Nase ausmodellieren. Und nachdem ich die Nase modelliert habe, kommt dann das Schließen der Lippen. Und die Augenpartie wird zum Schluss gemacht. Also hier sieht man es ganz schön, die Nase nochmal. Jetzt muss die Lippe natürlich bis rüber reichen und nach innen rein. Auch bei so einem nur leicht geöffneten Maul, es ist immer sehr schwierig, die Haut zwischen dieser starren Plastik und dem Gebiss nochmal einzuarbeiten. Hat man eigentlich nur wenige Millimeter, also an manchen Stellen vielleicht sogar bloß 1,5 bis 2 Millimeter, um die Haut dann da dazwischen einzukleben. Die Nase ist dann letzten Endes noch easy zu machen. Das geht recht gut, aber die Lippenpartie ist eine schwierigere. Die ist jetzt hier an der Stelle schon gemacht. Ich bin jetzt dabei, die doppelte Lidkante vom Auge mir ein bisschen einzukürzen, weil ganz so viel brauche ich nicht an Haut. Und zwischen der Lidkante, zwischen der doppelten Lidkante und der Außenkante wird eine kleine Tonwurst eingearbeitet, die sich dann sozusagen um das Auge legt
und die ich dann dementsprechend auch verteilen muss, um dem Auge ein natürliches Aussehen zu geben. Sieht man es vielleicht ganz gut, dass sich das alles auch schön drücken und schieben lässt mit dem Ton. Ja, wichtig ist der Blick des Tieres. Da kann man dann auch am nächsten Tag noch mal ein bisschen was korrigieren, denn über alles wird dann in eine Tüte gezogen, dass mir die Haut dann bis zum nächsten Tag noch in einem arbeitbaren Niveau erhalten bleibt. Ja, jetzt guckt er schon. Das Gesicht ist fast fertig. Alles wird im Anschluss nachher mit Nadeln noch fixiert, dass die Haut an den Stellen bleibt, an denen ich sie gerne haben möchte. Und das ganze Objekt muss dann während des Trocknungsprozesses, der dann mehrere Wochen dauert, noch begleitet werden. Das heißt, ich muss an verschiedenen Stellen dann immer mal noch die Haut nachkorrigieren, nachschieben, wenn sich was verzogen hat und auch die Nadel noch mal umsetzen, beziehungsweise dann ganz rausziehen. Ja, das war es erstmal soweit grob zum Arbeitsprozess.